Der Bitzer Cup in Ergenzingen wird Ihnen präsentiert von der Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH. Hallo zum Sport am Freitag. Auf der Anlage des TuS Ergenzingen ging über das Pfingstwochenende wieder das internationale Fußballturnier um den Bitzer Cup über die Bühne. Dieses Jahr spielten nicht wie bislang die U19-Teams um den Turniersieg, sondern die Organisatoren um Jürgen Schäfer hatten zur bereits 46. Auflage 8 U17-Mannschaften aus 5 Nationen eingeladen. Wir waren für Sie beim Spiel um Platz 3 und natürlich beim Finale dabei. Und wir sind schon beim kleinen Finale. Da standen sich der SC Freiburg in Grün und der FC Basel in Weiß gegenüber. Gespielt wurde 2x25 Minuten. Zur Pause führten die Jungs aus der Schweiz durch einen Treffer von Korab Bislimi in der 3. Minute mit 1:0. Basel besiegte in der Gruppenphase den VfB Stuttgart mit 1:0 und Gastgeber TuS Ergenzingen mit 2:0. Gegen Espanyol Barcelona verlor man mit 1:2. Im Halbfinale unterlag der FC Basel dem FC Red Bull Salzburg mit 1:2. Und das war 5 Minuten nach Wiederbeginn der Ausgleich durch Freiburgs Kapitän Enzo Leopold. Das Team aus dem Breisgau musste sich in der Vorrunde Salzburg mit 0:2 geschlagen geben. Gegen den ersten FSV Mainz 05 im Vorjahr Sieger bei der U19 spielte man 1:1. Und gegen IFK Göteborg aus Schweden setzten sich die Freiburger mit 1:0 durch. Im Semifinale zog man dann gegen Barcelona mit 0:1 den kürzeren. Und auch im Spiel um Platz 3 geriet der SCF kurz nach dem Ausgleich erneut ins Hintertreffen. Erneut trifft Bislimi für den FC Basel. Auch da schauen wir nochmal hin. Schön gespielt und eiskalt vollendet. Kurz zu den weiteren Platzierungen. Das Team der Gastgeber kassierte in der Vorrunde 3 Niederlagen und verlor auch die Partie um Platz 7 gegen Mainz mit 1:2. Immerhin gelang dem TuS, der mit seiner U19 antrat, mit dem 1:0 gegen den VfB Stuttgart das erste Turniertor, entstand allerdings 1:5. Der VfB kassierte danach aber jeweils eine Niederlage gegen Basel und Barcelona. Der zweite der B-Junioren-Bundesliga gewann dann immerhin das Match um Rang 5 gegen den letztjährigen Finalisten IFK Göteborg mit 1:0. Zurück zum Duell um Platz 3. Da kam der Nachwuchs des Tabellen-7. Der Bundesliga in einer abwechslungsreichen Partie nochmal zurück. Spannende Endphase. Hier verpasste der FCB mit diesem Lattenknaller die Vorentscheidung. Und nach tollem Spielzug ließen die Freiburger diese Chance zum 2:2 liegen, doch sie sollten noch eine letzte bekommen. Eine Minute vor dem Abpfiff war es nämlich Sascha Risch, der seine Farben mit dem 2:2 Ausgleich ins Elfmeterschießen rettete. Ja, was für ein Solo, was für ein perfekter Abschluss und das zum richtigen Zeitpunkt. Stark gemacht von Risch und somit musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Der FC Basel, dies vorweg, wurde nach dem Turnier mit dem Fairness-Pokal ausgezeichnet. Der Nachwuchs des Schweizer Abonnementmeisters mit dem ersten Treffer. Erster Fehlversuch des SCF, der die Saison im Tabellenmittelfeld der B-Junioren-Bundesliga abschloss. Zweiter Treffer für das Team von Coach Werner Mock. Pech für Freiburg. Dann der zweifache Torschütze Korab Bislimi, dritter Treffer mit etwas Dusel, aber drin ist drin, da muss er selbst ein wenig schmunzeln. So, jetzt mussten die von Matthias Brosamer trainierten Jungs aus dem Schwarzwald treffen. Der Schütze zum späten Ausgleich tritt an, Sascha Risch mit der Rücknummer 13, jo, Entscheidung vertagt.
Doch nur kurz, Basels Nummer 13 kontert und somit gewinnt das Team um die beiden Schweizer U17-Nationalspieler Yves Jankowski und Yannick Marchand das Spiel um Platz 3 mit 6:3 nach Elfmeterschießen. Endstand im Spiel um den dritten Platz. Der FC Basel schlägt den Sportclub Freiburg mit 6:3. Der SC Freiburg wurde also Vierter, damit keiner der drei deutschen Bundesligisten unter den ersten drei. So, und damit zum Finale. Rund 700 Zuschauer allein am Montag sorgten für den passenden Rahmen und viele Helferinnen und Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Ein Sonderlob von uns gibt's zudem für das tolle Turniermagazin. Kurzes Interview mit den Trainern Marco Rose und Robert Cuesta. Rose spielte ja früher für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga und traf beim Turnier mit IFK-Trainer Bo Svensson einen ehemaligen Mitspieler. Dann mal hereinspaziert zum Finale zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem RCD Espanyol Barcelona. Die Mozartstädter gaben sich bislang keine Blöße. Siege gegen Freiburg, Göteborg und Mainz in der Vorrunde sowie gegen Basel im Halbfinale. Gleiches gilt für die Katalanen, auch deren Bilanz makellos. Zum ersten Mal seit Turnierbeginn 1972 ist übrigens eine spanische Mannschaft dabei und dann gleich mal im Finale. Damit nahmen bislang Teams aus 34 Nationen beim Ergensinger Turnier teil. Jede Menge U17-Nationalspieler ihrer Nationen standen da auf dem Platz. 5 auf Seiten Barcelonas für Spanien, 6 in Reihen der Salzburger, die schon für Österreich aufliefen. Los geht's, die letzten 50 Minuten des dreitägigen Turniers. Wer holt sich den Bizza Cup 2017? Die Jungs in Weiß-Rot mit der ersten Chance. Über Zikic und Adamu kommt die Kugel zu Wesel Demaku, doch der findet in Jaroslav Meker seinen Meister. Kurz danach kamen die Spanier erstmal gefährlich vor das Salzburger Gehäuse. Dani Rueda setzt Ivan Gil Galero in Szene, doch der trifft nur das Außennetz. Spanien räumte ja sowohl bei den U17 als auch bei den U19-Europameisterschaften bislang die meisten Titel ab. Ansonsten aber diktierte RB klar das Geschehen, sowie auch den Fußball im Nachbarland Österreich, sowohl bei den Profis als auch beim Nachwuchs. Schuss von Ousmane Diakité, einem Gastspieler aus Mali mit der Nummer 8 und mit enormer Präsenz im zentralen Mittelfeld. So, und jetzt aufgepasst, die nächsten 60 Sekunden zeigen wir Ihnen ungeschnitten. Zunächst versuchte es Espanyol, das übrigens durchaus im Nachwuchs mit dem großen Stadtrivalen FC und auch mit den Clubs aus Madrid mithalten kann. Über die linke Seite, über Eric Rafael Barragán, der findet wieder den umtriebigen Mittelstürmer Ribeles Rueda, doch der wird geblockt von Diakité. Der Gegenangriff läuft über Nikola Slosic mit der 17 und dann Demaku mit dem Pass in die Spitze auf Junior Adamu. Der gewinnt das Laufduell gegen Carlos Sanchez und versenkt die Kugel mit einer überragenden Schusstechnik im RCD-Kasten. Was für eine Kiste. 14. Spielminute. RB Salzburg führt mit 1:0. Viertes Turniertor des erst 15-jährigen Adamu zum Zungeschnalzen. Dann andere Seite, ähnliche Szene, Pass von Calero auf Dani Ribeles Rueda, aber Adnan Kanuric kommt rechtzeitig aus der Hütte und kann klären. Ansonsten ließ die Innenverteidigung mit Kapitän Matteo Meisel und Benjamin Wallquist wenig zu. Die letzte Möglichkeit in Hälfte 1 gehörte wieder dem FC. Schöner Schuss von Demaku. Es blieb beim verdienten 1:0 zur Pause für die Jungs von Marco Rose, die mehr investierten und auch strukturierter und zielstrebiger agierten. Erste Szene nach der Pause, Freistoß Espanyol durch Ivan Gil Calero mit viel Schnitt zum Tor und da versucht Ivan Ariel Parcetes Marino den Ball mit einer Art Kung-Fu-Tritt über die Linie zu spitzeln, verpasst aber die Kugel knapp. Danach passierte nicht allzu viel. 10 Minuten vor Schluss wurde Nemanja Zikic vom Platz gestellt. Der hatte wohl gemotzt, ein Foul war jedenfalls nicht zu erkennen. Also RB in Unterzahl, die Chance für Barcelona und die kam auch einige Minuten später. Wieder ein langer Ball von Calero und dann taucht Nil Jiménez Berral völlig frei vor dem Salzburger Kasten auf. Doch Kanuric pariert glänzend. Schließlich klärt Diakité die Situation.
Zwei Minuten später wieder Calero, der sich die Bälle meist schon am eigenen Strafraum holte und dann meist lang und präzise nach vorne spielte. Dieses Mal raus zu Martinez, aber dessen gefährliche Flanke geht an Freund und Feind vorbei. Jetzt lief Espanyol die Zeit davon, wieder Calero, doch dessen Hereingabe köpft Verteidiger Genard Funers Casasus am Tor vorbei und dann war auch das Finale vorbei. Es blieb beim 1:0 und damit gewinnt der FC RB Salzburg den diesjährigen Bitzer Cup. Verdienter Erfolg für Marco Rose und sein Team. Wir hören noch ein bisschen zu und haben dann den Vorsänger und den Trainer am Mikrofon. Wir sind die Jungs aus der Mosterstadt. Es waren alle Gegner wirklich, wirklich sehr gut, haben uns alles abverlangt, die wir eben zugelost bekommen haben. Wir sind jetzt auch sehr ausgelaugt, haben in jedem Spiel wirklich 100% geben müssen bis zum Schluss. Es waren spannende Spiele, gute Gegner, viele Zuschauer, tolles Wetter. Also gelungenes Wochenende auf jeden Fall. Ja, ich glaube, nach den harten 3 Tagen sind wir einfach froh, die Jungs vor allen Dingen, dass sie das Turnier gewonnen haben, viele Spiele auf gutem Niveau und da ist so ein Finale dann mit 4 Minuten in den Knochen dann immer ein bisschen schwierig, aber ich finde, die Jungs haben es gut gemacht, beide Mannschaften, und ich freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben. Insgesamt das Fazit dieser Tage hier in Ergensingen, Qualität, Organisation, Niveau der Spiele? Organisation absolut top, Niveau der Spiele sehr gut. Ja, wir kommen gerne wieder, jetzt sind wir Titelverteidiger und sind wir, glaube ich, auch wieder eingeladen. Also solche internationalen Turniere sind für die Entwicklung der Jungs sicherlich immer ein ganz wichtiger Faktor. Genau, wollte ich gerade sagen, Teams aus 5 Nationen ist dann auch interessant, dann auch ein Team aus Spanien, ein Team aus Schweden, was sich da so tut. Ja, genau, also auch mal andere Spielstile zu sehen, wie woanders gearbeitet wird. Man trifft hier und da sogar ein paar alte Bekannte wieder. Ich habe mit Bo Svensson in Mainz noch gespielt. Immer wieder nett und schön, so kleine, aber mit Liebe organisierte Turniere. Der VfB Stuttgart wurde am Ende, wie gesagt, Fünfter, stellte aber mit dem deutschen U16-Nationaltorhüter Sebastian Hornung immerhin den besten Keeper und hatte mit Umut Günes auch den erfolgreichsten Torschützen in seinen Reihen. Der türkische U17-Nationalspieler traf 5-mal und wir trafen den Coach Nico Willig, der in der A-Jugend ja selbst für den TuS spielte und danach lange bei der TSG Balingen. Wir sind nicht an unser Leistungsmaximum gekommen, glaube ich, kann man schon so sagen. Die 2 engen Spiele gestern gegen Basel und Espanyol haben wir leider beide knapp verloren, weil wir es nicht ganz geschafft haben, besser zu sein. Es war nicht unsere Topleistung, deswegen ist es dann auch nicht für einen Halbfinaleinzug genug und auf so einem topbesetzten Turnier. Und damit müssen wir damit leben, freuen uns aber, dass wir die Einzelpreise natürlich einkassieren konnten. Das tut den Jungs natürlich nochmal gut zum Schluss. Was hältst du noch hier zum Turnier selbst, vom Niveau her, von der Organisation? Perfekt. Also ich finde auch mit U17 hat sich total bewährt. Es waren sehr viele Topspieler hier zu sehen. Salzburg ist hochverdienter Sieger, hat alle 5 Spiele gewonnen, hat eine überragende Vorstellung hier abgeliefert. Hat Spaß gemacht, 3 Tage. Nicht nur der Siegerpokal, sondern auch der Offensivpokal ging an RB Salzburg. Mit Torschütze Adamu und Diakite stellte man auch den zweitbesten und den besten Spieler des Turniers. Ja, und wir haben noch mit Organisator Jürgen Schäfer gesprochen, unterlegt mit weiteren Bildern. Warum heuer U17 und nicht U19? Ja, das war dieses Jahr der Terminsituation geschuldet. Die A-Junioren waren bereits 4 Wochen vor Pfingsten am letzten Spieltag in Ferien. Und da war es einfach nicht möglich, dann Mannschaften aus der deutschen Junioren-Bundesliga zu bekommen. Dementsprechend haben wir uns eine Alternative überlegt und sind zu dem Schluss gekommen, mit der U17 dieses Jahr zu spielen. Und hat sich, denke ich, jetzt bei dem Turnier auch absolut bewährt. Wir haben tollen Fußball gesehen und die Zuschauer waren auch bei dem U17-Turnier sehr zufrieden. Genau, es waren 8 Teams aus 5 Nationen dabei, am Ende mit RB Salzburg, ein Team, das alle Spiele gewonnen hat, auch dementsprechend ein verdienter Sieger. Genau, das kann ich absolut unterstreichen. Ich denke auch, die 2 besten Teams haben das Finale erreicht. Das ist ja sportlich auch eine schöne Geschichte. Und absolut, ich denke, Red Bull Salzburg ein verdienter Sieger des Turniers in diesem Jahr. Insgesamt das Fazit vom Turnier, hat wieder alles so weit geklappt, wie ihr es euch erwünscht, erhofft habt. Es ist ja auch immer ein Kraftakt, so ein Turnier dann über die 3 Tage mit vielen Helferinnen und Helfern zu stemmen. Im Großen und Ganzen hat es dieses Jahr wieder gut funktioniert. Die Vereinbarungen mit den Vereinen haben gut funktioniert. Und am Ende, wenn dann die Teams alle mal da sind, die ersten Spiele dann laufen, dann läuft der Prozess einfach los und alle wollen dann Fußball spielen.
Kurzer Ausblick noch, auch in diesem Rahmen wieder ein Bizza Cup 2018, wieder U17? Genau, wir planen wieder ein Turnier. Wir werden jetzt die nächsten Tage nochmal drüber schauen und gucken und dann die Entscheidung treffen, ob es wieder zurück zu U19 geht oder ob es dann weiter mit der U17 geht. Ich denke, für beides gibt es gute Gründe. Egal wie, wir werden eine gute Lösung finden. Und wie es sich gehört, gehört das Abschlussbild dem Siegerteam, dem FC RB Salzburg, und dann auf ein neues 2018 beim TuS Ergenzingen. Das war's vom Sport. Danke fürs Interesse und ein schönes Wochenende. Der Bizza Cup in Ergenzingen wurde Ihnen präsentiert von der Bizza Kühlmaschinenbau GmbH.